Hallo ihr Lieben, ich bin's Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, heute will ich eine Verpackung gestalten für diese schönen Engel, wo wir ja raufgeplottet haben, Schutzengel und wie ich diesen Engel mache. Das hatte ich euch ja auch gezeigt und dafür will ich jetzt so eine schöne Verpackung machen. Und da habe ich jetzt solche Tüten, die habe ich mir bei Teddy mitgenommen. Und die fand ich eigentlich ganz toll, da passt das gut rein. Und die will ich jetzt mal ein bisschen gestalten. So, und zwar die Vorderseite. Dafür bin ich jetzt am Überlegen. Fröhliche, alles Liebe, Feiertage zum Fest, alles Liebe zum Fest. Das könnte hier so drauf. Bin am Überlegen, welchen Banner ich jetzt nehme. Nur für dich. Den werde ich nehmen. So, das heißt, ich nehme mir ein bisschen Grundweiß. Und so, da stempel ich mir das erstmal. Und ich werde das mit Moosgrün machen. So, ich hoffe, dass noch genug Farbe drin ist hier. So. Das sieht immer richtig schön aus, weil jetzt, wenn man die stempelt, die Banner, weil sie denn noch diesen Hintergrund, also diesen Schatten mit drin haben. So. Einmal sauber machen. Es wird ja jetzt schon früh dunkel, ne? Wir waren gestern unterwegs und dann um 6 fing das schon an. Dann hat das auch noch so gegossen. Und ich sage, oh ja, jetzt ist der Herbst voll da bei uns. So, und dann kann ich das auch gleich ausstanzen. Ach nee, ich wollte ja noch drauf stempeln. Nur für dich. Wunderbar. So, das war es dann auch schon mit dem Stempel. Und jetzt werde ich ganz viel ausstanzen. Das ist ein richtig schönes Set, dieses Weihnachtsbanner. Das kann man ja das ganze Jahr über gut gebrauchen. Alles Liebe ist zum Beispiel auch da, das kann man auch stempeln. So. Jetzt werde ich das erstmal hier so hinlegen. So, und dann habe ich mir jetzt hier Waldmoos noch dazu genommen. Da gucken wir mal. Erstmal das Stück hier. Und da wollte ich jetzt diese Blätter und das ein bisschen ausstanzen, weil ich das denn da so hintersetzen will. Also mal gucken. Nehmen wir mal die drei und das machen wir dann öfters.
So, die können gerne so aneinander. Ein bisschen Papier sparen. So. Also hieran erkennt man, dass die Stamping Up Stanzen richtig gut sind. Dass er sogar das Filigrane mit einmal Stanzen ausstanzt. So, da mache ich mir jetzt so ein paar von. Und das kommt dann daran. So, dann kann ich gleich den nächsten ausstanzen. So. So, und so kann man eine einfache Tüte richtig schön aufpeppen, dass es richtig nett aussieht. So. Das ist so Hammer, wie die Stanzen gearbeitet sind, dass das wirklich so für das ganz Filigrane gleich mit einmal alles ausgestanzt ist. So, jetzt mal gucken. Hier nochmal so einen hin. Ups. Mal sehen, ob mir das sogar schon reicht. Ich glaube, ich stanze die noch mal in Flüsterweiß aus und dann baue ich die dann noch mit ein. Das vielleicht auch zweimal hier ausstanzen kann. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, wenn man noch mal so weiße dazwischen macht. Ja, das gefällt mir gut. Ja, das reicht mir dann auch schon. Also wunderbar, wie die sich stanzen lassen, diese Stanzschablonen. Ja, das ist eben halt auch so ein bisschen der Unterschied. Also es gibt ja auch von anderen Firmen schöne Sachen und auch von Billigfirmen gibt es schöne Sachen, aber es ist eben halt nicht diese Qualität und das macht das eben halt aus und das ist etwas, was mich total freut, wenn das gleich alles so funktioniert. So, die können dann alle wieder rauf. Was du denn jetzt hier? So. Ich bin ein klein bisschen kaputt, merkt ihr vielleicht gerade schon. Wir sind nämlich am Umbauen, hatte ich ja schon erzählt, dass wir unser Bastelzimmer hier jetzt gestalten. Also der Raum, wo wir jetzt hier unsere Bastelsachen haben, ist auch unser Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer geht jetzt hier raus und es wird ein einziges Bastelzimmer. Wir haben hier, glaube ich, 24 Quadratmeter, also es ist auch nicht klein.
ein Traum eines jeden Bastlers und mein Traum auch, ein ganzes Bastelzimmer zu bekommen. Und da sind wir jetzt mächtig in Gang, also den anderen Raum, der dann unser Privatraum wird, da sind wir gerade bei, das zu tapezieren und Stück für Stück einfach. Also ich muss auch sagen, ich merke auch da, dass ich keine 20 mehr bin. Früher ist mir das leichter von Hand gegangen. Ja, der Kleber trocknet ja transparent auf. Ich war erst so ein bisschen am Überlegen, ob ich da drauf stempel, aber weil jetzt hier diese Träger da drin sind, die laufen hier nämlich durch, habe ich gedacht, ne, das lasse ich lieber, kriege ich bestimmt gar keinen anständigen Stempelabdruck hin. So, jetzt machen wir das hier noch. Und ihr seht, so einfach ist das, mal so eine Tasche so schön aufzupeppen. Gut aus, ne, Schatz? Ja. Wir sind ja auch wieder auf dem Markt am Ende November hier in Kiel. Sagen wir euch auch nochmal, wenn es soweit ist. Vielleicht hat ja der eine oder andere mal Lust, uns zu besuchen oder uns kennenzulernen. Wir würden uns natürlich riesig freuen, den einen oder anderen von euch kennenzulernen. Oh, Lotta. Lotta will spielen. Ach nee, das geht jetzt raus. So. Und das Schild kommt jetzt da drauf und dafür nehme ich Dimensionals und dann brauche ich noch mal Glitzersteine, die dürfen ja nicht fehlen. So. Ach so, zu machen hier. So, und ich finde, das sieht doch schon richtig toll aus, wenn man überlegt, wie die Tasche vorher ausgesehen hat. So, dann machen wir hier noch ein paar Glitzersteine hin. Die dürfen ja immer bei mir nicht fehlen. Bin ja nicht sonst so viel Glitzer, aber so ein, zwei oder so wie jetzt hier oben welche und unten welche, das finde ich gut. So, jetzt machen wir sie mal auf. Und ich finde, das sieht so schick aus. Also ich freue mich richtig, dass ich so Taschen in der Größe gekriegt habe. So, nun soll das ja hier rein und dann habe ich mir nochmal hier so Seidenpapier genommen. So, und da schlage ich das so ein bisschen ein, dass es da nicht so hin und her wackelt drinne. Und dann kommt der süße Engel hier rein. So, dann kann man zum Beispiel noch eine kleine Karte damit reinstecken. Oder man kann noch, wenn man will, vielleicht einen kleinen Umschlag, ein bisschen Geld reinstecken. Also mir gefällt das richtig gut und ich finde, das ist doch richtig gelungen. Da sieht doch das Geschenk gleich viel wertiger aus, wenn man das so übergibt, als wenn man den einfach nur so übergibt. Ja, und das war die Tasche vorher. Und da sind dann
zwei sind insgesamt 4 Taschen drin im Paket, 2 in Silber und 2 in Gold. Und da kann man dann noch andere Töne ran machen. Also das freut mich richtig, finde ich richtig toll. Da werde ich jetzt noch ordentlich ein paar fertigen von, damit ich die mit auf den Markt nehmen kann. Und mit diesem Stempelset fand ich, geht das auch total schön. Gerade diesen Banner da dran. So, das passt hier vorne und hinten nicht hin. Da, da geht das hin. Ja, ich mache das ja immer. Man kann die auch ganz toll auf Magnet draufsetzen, dass man sich so eine Magnetplatte hier reinmacht und die dann auf Magneten setzt. Oder ganz viele machen das auch so, dass sie die Stempel hier reinmachen und dann die Standschablon dazu. Aber ich mache das nicht, weil ich auch oft nur mal ein Standset nehme und ein anderes Stempelset dazu. Deswegen habe ich mir die einzeln. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt auch Lust, das nachzubasteln. Ihr könnt uns ganz, ganz toll unterstützen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, wenn ihr uns, also wenn ihr einen Kommentar schreibt. Und wenn ihr noch nicht habt, uns ein Abo hinterlässt. Das hilft unserem Kanal und damit helft ihr uns, dass wir einfach weiter sichtbar bleiben und ihr verpasst dann auch nichts. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Ganz liebe Grüße, Andrea aus der Basteloase.